warum lässt du dich darauf auch immer wieder ein? Der will dich provozieren. Du Snilda, das hatten wir doch schon. Hör doch bitte auf, über Kaemon nachzudenken. Das hast du nicht nötig. Denk doch lieber an... Nein, du musst auf deine Energie aufpassen, Schätzchen. Wie? Hörst du das nicht? Was machst du? Nein, nein, das ist nicht Kaemor. Wollen wir nachschauen? Komm mit, du Angsthase. Hallo? Hallo? An alle Einsatzkräfte, Einbruch und Überfall mit Körperverletzung in der Zirbenstraße in Ottensen. Die Wohnung liegt hinter dem Geschäft Weißer Salbei. Die Rettung ist unterwegs. Peter 213 übernimmt. Wir müssen echt aufpassen. Salbei, Esoterik, Hokus Pokus und so? Ich hab da echt Respekt vor. Was ist mit dir los? Kennst du den Laden oder was? Nee. Sieht doch ganz harmlos aus. Irgendwie ganz schön. Ich sag doch nur, wir müssen vorsichtig sein. Was den Buhr nicht kennt? Ach, Quatsch. Rapina, du blockierst immer sofort, obwohl du nicht weißt, worum es geht. Es schadet doch nicht, sich mal auf was Neues einzulassen, oder? Du kennst meine Tante Fulia nicht. Die war auch Heilerin. Sieht nach einer Kommotion aus. Passen Sie doch auf! Gehen Sie bitte aus dem Weg heraus, ja? Bitte! Was ist denn hier los? Oh, endlich. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Ja, ich kann so nicht arbeiten. Was genau ist denn hier passiert? Ein Mordanschlag. Nein, ach. Du Snilda. Das können wir nebenan besprechen. Kommen Sie bitte. Nein. Bitte. Hallo! Sie behindern hier einen Notarzteinsatz! Sie können Herrn Dr. Hase vertrauen. Kommen ja, Sie bitte. Moment. So. Bin jetzt ganz vorsichtig, ja? Ja, ich bin hier. Bitte. Ihr Schrei steckt mir immer noch in den Knochen. Und was war dann? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Soll ich die 110 wählen? Soll ich selber nachschauen? Ich war ja auch im Schlafanzug. Sie haben die Einsatzzentrale angerufen. Und was war dann? Natürlich nicht. Ich bin sofort runter. Und da lag sie. Und dann haben Sie den Notruf gewählt. Wir sind noch nicht fertig. Haben Sie jemanden gesehen? Salbei und Lavendel. Wühlen Sie hier nicht rum, ja? Sowas nennt sich Beweismittelsicherung, ja? Also ist Frau Weihrauch verheiratet? Gab es vielleicht familiäre Konflikte? Oder Streit mit Nachbarn, Kunden? Herr Paus? Ja? Hat Frau Weihrauch Streit mit jemandem? Nein, so ist sie nicht. Adinda ist einfach nur liebenswürdig. Fragen Sie doch die anderen hier im Haus. Ja, das werden wir tun. Geht's dir besser? Ja, alles ist gut. Schön unten bleiben, ja? Aber ich bin hier zu Hause. Hier ist das. Haben Sie den oder die Täter erkannt? Geht es auch später? Das war nicht das Nelda. Kaemor, war Kaemor. Sie sind aber kein Angehöriger, oder? Aber sie hat doch sonst niemand. Stimmt's? Naja, okay. Hat sie vielleicht Katzen? So Snilda und Kaemor? Keine gesehen. Ich vermute, das sind ihre Spirits. Bitte? Ihre ganzen Bücher. Energiewelten, Schamanismus, paranormale Phänomene und sowas. Habt ihr es nicht gesehen? Die Nackten auf dem Gemälde, da stand sogar der Name drauf. Weißt du, was mich wundert? Ja, das hier. Der zarte Rauch, der nun aus meinem Fenster weht, nimmt alles mit. Den Schmerz, die Trauer und den schwarzen Griff um meine Gelenke. Was ist das denn? Ein Artikel über Adinda Weihrauch aus dem Fachblatt Calm Down. Nein, das meine ich nicht.
Ich finde es komisch, dass ich nichts über sie im Netz finde, außer diesem Artikel. Dafür habe ich sie im Melderegister gefunden, allerdings nicht unter Adinda Weihrauch, sondern unter Anke Schmuhl. Na, mit dem Namen wirst du in der Branche auch nichts. Ja, ja, es ist leicht, sich lustig zu machen. Aber trotzdem, warum hat sie keinen Shop, keine Webseite, keinen Eintrag in sozialen Medien, nichts? Vielleicht hat sie gerade erst angefangen? Ja, gerade dann. Weißt du, was man mit so einem Shop alles verdienen kann? Mit Kerzen, Lämpchen und Ölen? In dem Artikel steht, jeder bezahlt so viel für die Behandlung, wie sie ihm wert ist. Und was Adinda Weihrauch selbst nicht braucht, das überweist sie an ein Waisenhaus in Manila. Sie braucht nichts und sie hat nichts. Und warum wurde denn bei ihr eingebrochen? Wir bringen Adinda Weihrauch, 52, nach Überfall. Sie war anfangs desorientiert, wird aber zunehmend klarer, kein ABC-Problem. Commotio, Luxation, rechter Ellbogen und Thoraxtrauma. Okay, ich bin Dr. Jonas. Was hast du ihr gegeben? Zenzufenta, Antiemedikum und Ringe. Können Sie mich verstehen? Ja, mir geht's schon wieder gut. Ihr Kollege übertreibt ein bisschen. Ich denke, Sie können mich direkt wieder entlassen. Ja, und ich glaube nicht an Selbstheilung. Wir kümmern uns um Sie, sobald der Schockraum frei ist, ja? Kommst du bitte mit? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das mache ich nie, Päuschen. Kann ich irgendwas tun? Würdest du das machen? Ich bräuchte eine Tasche mit ein paar frischen Sachen. Hol ich dir. Der Schlüssel liegt im... Bei der Küche unterm Blumentopf. Und vorne ist offen. Du, und noch was. So, kann losgehen. Tschüss. Bis nachher. Hallo? Ja, ich also wollte einen Termin vereinbaren. Wer sind Sie denn bitte? Jan Bauer. Bin ich nicht bei Adinda Weihrauch? Ja, doch, doch. Sind Sie ein Klient von ihr, oder? Da kann ich Sie sprechen. Ja, das ist gerade schwierig. Weil wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, dann... Ich melde mich später. Auch wenn das ja alles sehr faszinierend ist, Chris, wir sind zum Arbeiten hier. Ja, das mache ich auch. Und, hast du was rausgefunden oder nur an den Ölflaschen rumgeschnuppert? Haha, sehr witzig. Und du? Also, Frau Giesecke von nebenan hat gegen 16:45 einen lauten Schrei gehört. Sie hat gedacht, es sei wieder ihr Nachbar mit irgendeiner Internetbekanntschaft. Aber der war letzte Nacht allein. Und im ersten Stock unterm Fenster hängt eine Webcam. Ist da was drauf? War keiner da. Herr Paus, Sie schon wieder. Frau Adinda schließt nie die Tür. Sie können hier leider gerade nicht rein, es tut mir leid. Was? Wer sagt das? Ich muss rein, ich soll eine Tasche für Adinda packen. Das kann meine Kollegin für Sie übernehmen, Sie warten bitte hier, ja? Pina, bist du so lieb und packst eine kleine Tasche für Frau Weihrauch? Ein paar Klamotten, Kulturbeutel, irgendwas Bestimmtes? Das ist doch unnötig. Nun lassen Sie mich durch. Warum soll ich sie nicht selber packen? Die Wohnung bleibt gesperrt, bis die Kriminaltechnik sie freigibt. Frau Weihrauch hat ausdrücklich mich gebeten, ihre Sachen persönlich einzupacken. Das ist Schikane! Sowas nennt sich Dienstvorschrift. Wie heißen Sie? Ich werde mich über Sie beschweren. Das können Sie gerne tun. Und bitte sehr. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich wäre überglücklich, dich am kommenden Samstag zu Kaffee und Kuchen im Café auf dem Altonaer Balkon einladen zu dürfen. Dein Päuschen. Süßer. Gab aber leider einen Korb. Die Fetzen lagen im Müll. Und? Hast du das Päuschen drauf angesprochen? Nee. Das beweist eine Einladung. Ich wollte erst mal abwarten, was wir noch rausfinden können. Aber so besorgt, wie er war? Du hast ihn doch gesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Herr Paus seine geliebte Adinda überfallen würde. Er wollte mehr als sie. Dann kam er ihr zu nah und es kam zum Streit. Warum sollte sie ihn decken? Sie hat was an den Kopf gekriegt. Hatte eine Amnesie. Das passt alles nicht zusammen. Doch, das passt schon. Herr Paus ist vorbestraft. 2011 hat er in einer Maria Klitzer wegen Zudringlichkeit und körperlicher Tätlichkeit angezeigt. Da gibt's noch ein bestehendes Annäherungsverbot. Dann holen wir uns. Ach so, das Adressbuch von Frau Weihrauch. Könnt ihr das abtelefonieren? Und ich brauche noch die Verbindungsnachweise. Schon angefordert, Chef.
Wir hätten ihn vorhin sofort mitnehmen sollen. Der läuft uns schon nicht weg. Der hat bestimmt gecheckt, dass wir ihn verdächtigen und ist längst über alle Berge. Wo soll der denn hin? Der hat doch niemanden außer Adinda. Deswegen schwirrt er auch die ganze Zeit um sie herum. Ich frag mich nur, was sie davon hat. Willst du mal langsamer gehen? Tante Fulia hat ihre penetranten Verehrer immer geheiratet. Aber die hatten auch Kohle, Herr Paus nicht. Und wenn sie ihn einfach nur mag? Hä? Und Tante Fulia hat mich die ganze Kindheit über mit ihren Pöverchen und Flüchen verfolgt. Die hat uns alle belogen, ausgenutzt, fertig gemacht. Und am Ende müssten wir uns sogar noch bei der entschuldigen. Darum bin ich bei Frau Weihrauch. Aber so ist Adinda nicht. Ich sag ja nur, sei vorsichtig. Weißt du, was das Beste daran war? Tante Fulia war gar nicht unsere Tante. Kein Mensch wusste, wie die mit uns verwandt ist. Das ist bei mir im Bad aber auch so. Das riecht so modrig. Genau, so modrig, dumpf. Man fühlt sich nicht wohl, ne? Und das kann man einfach so wegräuchern? Meistens schon. Ich habe schon sehr hartnäckige Dämonen erlebt. Die klammern sich in kleineren Räumen regelrecht fest, besonders in den Ecken. Aber nach ein, zwei Sitzungen sind die weg. Du musst unbedingt zu mir nach Hause kommen. Ich brauche dann aber erstmal noch ein paar Angaben. Telefonnummer und Adresse habe ich ja soweit. Ja, soll ich das? Hier. Was nimmt man denn, um diese Dämonen loszuwerden? Die Grundlage bildet Salbei. Naja, und dann kommt es darauf an, welche Wirkung ich erzielen will. Sind die Biester echt nervig, nehme ich Angelika. Und wenn ich was ganz Spezielles vorhabe, dann immer noch ein bisschen Patchouli. Zuallererst schaue ich aber immer unter der Waschmaschine nach, ob sich da nicht irgendwo eine gammelige Socke verkrochen hat. Hallo, Päuschen. Störe ich? Du doch nicht. Komm rein, setz dich zu uns. Das da drüben, das ist Kerstin, die Arme. Die hat sich beim Joggen das Kreuzband gerissen. Und Frauke ist der Engel der Station. Und das ist Päuschen, mein Retter. Ich bringe ihm mal eine Vase und dann brauche ich noch die Versichertenkarte und den Personalausweis. Ich bin Adinda. Frauke. Gut, dann schaue ich mal. Mist, wo bist du denn, du blödes Ding? Ach, immer mit der Ruhe. Ich komme gleich wieder. Das ist doch total unübersichtlich. Was ist hier von der Telefonnummer? Keine Ahnung. Aber nutzt ja nichts, ne? Aber es muss doch irgendetwas zu bedeuten haben. Vielleicht sind es einfach nur Kringel. Lass mal anfangen. Sag mal, putzt die auch bei dieser energetischen Hausreinigung? Was? Nein. Die zündet bestimmte Kräuter an und dann verteilt sie den Rauch in den einzelnen Räumen. Und dann wird gelüftet, so in der Art. Also putzt man selber. Vorher oder lieber nachher? PK 21, Polizeihauptmeisterin Jung. Es tut mir so leid, Adinda. Wo gehen die Dämonen hin, wenn du sie weggeräuchert hast? Hier. Das solltest du unbedingt lesen, wenn dich meine Energiearbeit interessiert. Interessiert mich total. Oh, danke schön. Ich meine, irgendwo müssen die ja auch hin. Du wolltest mir doch was mitbringen. Ich kam nicht in deine Wohnung rein. Ich habe denen gesagt, dass du mich geschickt hast. Aber dieser unverschämte Polizist ließ mich... Ach, du Ärmster. Dann bist du ganz umsonst hin und her gefahren. Ach, das ist nicht so tragisch. Aber wenn du es so dringend brauchst... Nein. Ach, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kümmere mich drum. Versprochen. Ich will dir nicht noch mehr Umstände machen. Guten Tag. Ah, die beiden netten Beamten wieder. Haben Sie einen Moment, Herr Paus? Was? Ich? Nein. Nein, nein. Eine Nachbarin hat Frau Weihrauchs Schrei gehört. Gegen 16:45 vielleicht. Haben Sie gestritten? Nein, ich habe Adinda gerettet. Ihr Notruf ging aber erst eine gute halbe Stunde später ein. Also, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich würde ihr niemals wehtun. Niemals! Genauso wie bei Maria Klitzer, die sie angezeigt hat. Was soll das denn jetzt? Sagen Sie es uns. Was ist zwischen Adindas Schrei und Ihrem Notruf passiert? Ich habe ihr Haar gestreichelt. Das würde mein Päuschen niemals tun, ganz sicher nicht. Bei dir wurde eingebrochen? Das hast du ja noch gar nicht erzählt. Ach, das war auch kein Einbruch.
Ich schlafwandle jede Nacht. Ich weiß, dass das jetzt merkwürdig rüberkommt, aber ich rede dann mit meinen Spirits. Wir feiern, wir streiten, ich bin in Trance. Was ich dann tue, weiß ich am nächsten Tag oft selbst gar nicht mehr. Dann sind da Bilder gemalt, Kuchen gebacken. Und dabei muss ich das Regal umgerissen haben. Wir haben frische Fuß- und Fingerabdrücke in Ihrer Küche gefunden, die nicht von Ihnen sind. Wie, und die Spuren sind von Päuschen? Das prüft mein Kollege. Wussten Sie, dass Herr Paus bereits wegen Nachstellung und körperlicher Tätlichkeit angezeigt wurde? Er war's nicht, ne? Was könnte der Einbrecher denn bei Ihnen gesucht haben? Ja, nichts. Keine Ahnung. Ich habe keine Luxusartikel. Rauschmittel? Leider nicht. Ich habe nur frei verkäufliche Kräuter. Wir haben bei Ihnen zu Hause keinen Rechner und auch kein Handy gefunden. Also könnte es vielleicht sein, nein, dass... nichts. Nada, niente. Schon aus Prinzip nicht, wissen Sie. Wegen der Strahlen. Wegen der Energie. Da geht so viel Energie rein. Die brauche ich für mich. Ich bin absolut sicher, dass ich das ganze Schlamassel selbst angerichtet habe. Ich mag Ihr Haar. Nehmen Sie eine Spülung oder glänzt das von Natur aus so? Nein, ich nehme keine Spülung. Ach, so ein schöner Glanz. Mir ist doch nichts passiert, alles gut. Bitte, Sie können den Fall zu den Akten legen. Das können wir bei Einbruch und Körperverletzung leider nicht. Freunde der Natur, Sendeschluss. Frau Weihrauch muss ins MRT. Naja, ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Ach, das Ding, das brauche ich doch nicht. Das bestimmt immer noch ich. So, und jetzt raus mit euch. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie wollen uns gar nicht weiterhelfen. Doch. Doch. Wenn ich kann, helfe ich immer. So, jetzt aber. Jalla. Und eins und zwei. Ja? Jung, PK21, spreche ich mit N. Möhring? Nina Möhring, ja. Die Polizei? Ja, wir haben ein Adressbuch gefunden von einer Adinda Weihrauch. Kennen Sie sie oder sind Sie eine Kundin von ihr? Ja, klar. Oh Gott, Adinda, ist ihr was passiert? Ja, aber es geht ihr einigermaßen. Was ist los? Bei Frau Weihrauch wurde heute Morgen eingebrochen. Oh nein. Moment mal kurz. Telefon. Möhring? Ja, schönen guten Tag. Hier spricht Mohr vom PK21. Spreche ich mit N. Möhring? Ja, hier ist Nils Möhring. Worum geht es denn? Wer macht denn sowas? Das können wir noch nicht sagen. Wir suchen im Moment nach Anhaltspunkten. Vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Nein. Das ist doch absurd. Aber was haben wir damit zu tun? Adinda ist überfallen worden. Ich muss sofort zu ihr. Ich weiß, hier ist auch die Polizei dran. Aber du hast doch gleich den Termin bei Frau Reschke. Musst du absagen. Ich will diesen Auftrag nicht verlieren. Du weißt, wie wichtig der für uns ist. Fahr du hin oder sag ihn ab. Ich kann nicht. Immer nur du. Frau Möhring? Herr Möhring? Da steht die Doppel drin. Ich muss sofort zu ihr. Wo ist sie? Im EKH. Falls Ihnen noch was einfallen sollte, dann können Sie sich gern... nicht. Die Frau ist nicht echt. Die ist sogar noch schlimmer als meine Tante Fulia. Ach. Was ach? Mann, die ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich mag ihre Einstellung. Die ist durch und durch positiv. Negativität kommt gar nicht an sie ran. Chris, die redet mit Geistern. Die verkauft uns für blöd. Die hat auf keine einzige Frage eine ehrliche Antwort gegeben. Sag mal, kann es sein, dass du dein Tante Fulia-Trauma auf Adinda überträgst? Gunnar Aslan? Frau Schottmann, es geht um den Einbruch bei Ihrer Nachbarin. Unter Ihrem Fenster haben Sie eine Webcam montiert. Funktioniert die? Mhm. Kann man denn darauf...
Ach, einen weißen Lieferwagen? Können Sie mir das Video direkt schicken? Danke, Frau Schottmann. Wiederhören. Wir müssen zurück ins EKH. Wir kriegen das Video. Hätte ruhig mal 10 Minuten früher anrufen können. Wieso denn? Ist doch super. Guck mal, wir sind auch nicht mal im PK. Das heißt, wir haben nur einen halben Weg. Das Leben ist leichter, wenn man... Jetzt hilf mir doch mal! Chris, das ist ein Zeichen. Ein Wink des Schicksals. Das bedeutet, dass deine Jacke mal wieder in die Reinigung soll. Ja, das sieht ja alles erstmal ganz gut aus. Keine Brüche, keine inneren Blutungen. Der Arm ist auch schon viel besser. Ja, die Nerven erholen sich schnell. Und dann kann ich jetzt nach Hause. Nee, wir müssen erstmal abwarten, bis die Schwellungen in deinem Kopf abgeklungen sind. So 2-3 Tage. Ach komm. Ich meine, deinetwegen würde ich hier einziehen. Aber von der Grundschwingung her macht mich das Krankenhaus echt fertig. Ach, Frauke, wegen der Karte. Ich habe doch mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ist doch kein Problem. Soll ich die Versicherung anrufen? Oder nein, besser, ich frag einfach Päuschen. Könntest du mir ein Telefon leihen? Hallo, Päuschen. Ach, Herr Dinda. Ich vermisse dich schon, mein Lieber. Ja, also... Könntest du mir auch noch mein Portemonnaie mitbringen, bitte? Ich komme hier nicht rein. Alles versiegelt. Aber ich könnte später. Nein, nein, keine Umstände. Danke. Du bist ein Schatz. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Polizei hat meine Wohnung gesperrt. Es reicht doch, wenn wir die Karte morgen oder übermorgen kriegen. Echt? Du hast eine Ausstrahlung, Frauke. Bei dir fühlt man sich wirklich so geborgen. Berufskrankheit, ne? Oh, das sieht ja gut aus. Machen Sie mir auch einen? Der ist für Frau Weihrauch. Ich habe sonst nicht mehr genug. Seit wann gibt's hier selbstgemachten Ingwertee? Hm? Ja, sie verträgt keine Teebeutel. Frauke. Ja, sie ist bedürftiger, als man erst mal so denkt. Jeder Patient hier ist bedürftig. Und ich auch. Bei ihr ist das so, sie sagt alles, was sie denkt und guckt mit einem ganz anderen Blick in die Welt. Macht sich völlig angreifbar. Das ist total irre. Also gut, aber danach ist Schluss mit den Sonderbehandlungen. Ja. Ja. Nee. Ich habe alles im Griff. Sie kennen mich doch. Guten Tag. Hallo. Ich möchte zu Adinda Weihrauch. Ja, Zimmer 217. Hier haben Sie noch eine Vase. Oh, danke, Frau Möhring. Ja. Ah, könnt ihr noch was mitnehmen? Das. Mit der nächsten Ausatmung spüren wir die Liebe, die Wärme, die sich in uns ausbreitet. Wir empfangen das Licht. Mit der nächsten Einatmung verbinden wir uns mit unserem Selbst und spüren und spüren und öffnen langsam wieder unsere Augen. Ach, ich trottel, entschuldige. Ist doch kein Problem. Ach, Verzeihung. Ich kann dir leider nicht helfen. Halte. So, das machen wir zusammen. Kein Problem. Ist alles gut. Macht nichts, meine Liebe. Adinda. Nina, Süße. Musst du nicht arbeiten? Oh, sind das schöne Blumen. Setz dich doch. Komm. Ich Trottel. Beide Kerstins Tasche vom Nachttisch gefegt. So schön, dass du da bist. Ich hab so einen Schreck gekriegt, dass die Polizei mich angerufen hat. Was ist denn passiert? Sie wurde überfallen. Ach, Unfug. Du kennst mich doch. Ich bin wieder mal über meine eigenen Füße gestolpert. Und was ist mit deinem Arm? Der Arm wurde eingerenkt. Und dann hat sie Prellung und eine Gehirnerschütterung. Mir geht es gut, wirklich. Aber
Erzähl du doch mal. Adinda, weißt du denn nicht mehr, was Dr. Jonas zu dir gesagt hat? Sie entschuldigen. Ich musste dich sehen. Das mit der Trennung war totaler Quatsch. Ich vermisse dich so. Nina, ja. Es liegt an dir. Wir können uns immer sehen. Was du von deinen Spirits erzählt hast, das fand ich ja auch echt spannend. Frau Weihrauch? Hätten Sie einen Moment? Aber ja, natürlich. Ist das alles für mich toll? Nehmen Sie Platz, setzen Sie sich. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir würden gerne alleine mit Ihnen sprechen. Auf der Überwachungskamera Ihrer Nachbarin sieht man einen weißen Lieferwagen ankommen. Eine Person steigt aus, wahrscheinlich männlich, und läuft dann um den Block, um dann in Ihren Hof zu gelangen. Circa 20 Minuten später kommt er wieder und fährt ab. Ist ja unglaublich. Also ist wirklich jemand bei mir eingebrochen. Ja. Kann man denn sehen, wer das ist? Das Bild ist leider sehr schlecht. Kennen Sie jemanden mit einem weißen Lieferwagen? Ich war mir so sicher, dass es meine Spirits waren. Frau Weihrauch, bitte hören Sie auf, uns was vorzumachen. Sie wissen, wer es war. Nein! Haben Sie eine intime Beziehung mit Frau Möhring? Ja, natürlich. Ich habe zu allen meinen Klienten eine intime Beziehung. Sie wissen, wie ich das meine. Wissen Sie, Frau Aslan, für mich ist alles Energie. Auch das, was hier jetzt zwischen uns stattfindet, alles Energie. Wie? Und Herr Möhring? Ist das für ihn auch in Ordnung? Ja, ganz bestimmt. Nils ist so ein feiner Mensch mit wirklich besonderen Wahrnehmungsgaben. Aber du kennst ihn doch nur vom Sehen. Ja, aber man spürt es ja und naja, man sieht es ja auch. Danke. Und ihr glaubt jetzt, die hat mit all ihren Kunden was? Franzi, nicht so profan. Das ist Energie. Auch das, was hier gerade zwischen uns passiert. Was guckt ihr mich so an? Du verstehst sie doch irgendwie. Ja, besonders das ganze Körperding. Verstehe ich gut, ja. Lieferwagen, grüne Schrift drauf, Garten sowas. Und so ein Baum drauf. Wann war das? Ja, gerade eben. Warum sind Sie nicht schneller gekommen? Das gesuchte Fahrzeug ist Richtung Osten auf der Zirbenstraße unterwegs. Peter 21 für 21-2, wir kommen über Bismarckring. Und Sie waren? Oben, in meiner Wohnung. Schau mal, der weiße Lieferwagen da hinten. Peter 21 für 21-2, Fahrzeug ist gesichtet. Wir nehmen Verfolgung auf. Strafmindernd aus. Wir haben Fuß- und Fingerabdrücke.
Und wir haben die Aufzeichnung einer Webcam mit ihrem Auto zur Tatzeit. Wir kennen ihr Motiv. Sie sind eifersüchtig, weil ihre Frau ein Verhältnis mit Adinda Weihrauch hat. Und deshalb fragen wir uns, was sie bei Adinda Weihrauch wollten. Kann ich doch einen Anwalt haben? Selbstverständlich. Die Stimme. Wir brauchen ein Anwaltsverzeichnis. Haben wir die Verbindungsnachweise von Frau Weihrauch? Ja. Hier, 8.13 Uhr. Wie ist deine Nummer? 01525206084. Schön blöd. Mit seinem eigenen Smartphone. Und was wollte er? Einen Termin vereinbaren. Hat er jedenfalls gesagt, unter einem falschen Namen. Nee, der wollte wissen, wie es ihr geht. Wir brauchen eine andere Strategie. Haben Sie Ihren Anwalt erreicht? Kommt in einer Stunde. Doch gut. Meine Tochter, die hat noch im Kinderwagen gelegen, als ich herausgefunden habe, dass mein Mann mit seiner Kollegin ins Bett geht. Mann, war ich wütend. Ich habe seine Taschen durchsucht, Handy durchforstet. Ich muss lieber erst mit einem Anwalt sprechen. Am liebsten wäre ich zu dieser Frau gefahren und hätte sie zusammengeschlagen. Ich habe Adinda nicht zusammengeschlagen. Natürlich nicht. Sie sind ein sehr fürsorglicher Mensch. Sie haben sich ja auch gleich erkundigt, wie es ihr geht. Aber Sie sind heute Morgen bei ihr eingebrochen. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Aber ich war so sauer. Bei der Polizei war ich ja schon. Ihre Kollegen haben mich ausgelacht. Das tut mir leid. Einige Kollegen sind nicht gerade sehr sensibel. Aber die Polizei ist vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner bei Beziehungsproblemen. Das ist mir auch klar. Ich wollte nur mein Geld zurück. Adinda ist eine Betrügerin, die meine Frau komplett abgezockt hat. Die geht über Leichen. Die will doch gar nicht. Moment, ich gehe davon aus, dass Ihre Frau das Honorar freiwillig gezahlt hat. Was sagt sie denn dazu? Und die komme ich nie ran? Haben Sie mal mit Frau Weihrauch gesprochen? Sehr witzig. Haben Sie mal mit Adinda gesprochen? Nein. Am Ende landen Sie auch mit der im Bett. Entschuldigung. Oh Gott, der auch noch. Wieso? Wie so ein Seifenstück. Sie haben also heute Morgen bei Frau Weihrauch eingebrochen, um das Geld zurückzuholen. Ich hätte mich auch mit der Hälfte zufrieden gegeben. Sie sagt, sie hätte alles an das Waisenhaus in Manila gespendet. Aber ich glaube das nicht. Um wie viel Geld handelt es sich denn? 600? 700 Euro? 700? 47.000! Was? Hallo? Bestell deine Zentrale mal einen schönen Gruß. Reicht jetzt, die Vasen sind voll. Ich habe schon vom Tragen Karpaltunnel-Syndrom. So. Bitteschön. Ach, nicht doch, Adinda. Was machen Sie denn da? Es hört nicht auf. Das ist laut. Sie hätten mir Adinda zum Abschied geschenkt, um das Raumklima zu verbessern. Zum Abschied? Sie ist doch entlassen worden. Nee, ne? Nee, komm schon. Komm schon. Finden Sie Ihren Wagen nicht? Ach. Wie sieht der denn aus? Die sehen doch alle gleich aus, oder? Welche Marke? Tja, sowas merke ich mir auch nicht. Die Etage merke ich mir auch nicht. Ja, aber dann vielen Dank. Gerne geschehen, aber dann müssen Sie suchen. Ja. Ich hab ihn! Oh, toll! Oh,
sie ist nicht bei der KV gemeldet. Die hat mich total verarscht. Also das Patientenblatt ist kaum lesbar. Haben sich sonst nichts zeigen lassen? Ausweis, Versicherung. Was ist mit Ihnen los, Frauke? Hier ist es. Ich bin soweit. Wo wollen wir denn hin? Das ist so süß von dir, dass du mir hilfst. Na ja, uns. Uns? Ich dachte, mit dem Geld da drin, da könnte man doch was anfangen. Was hältst du von Mallorca? Bist du hier denn nicht glücklich? Ich bin bei dir glücklich. Weißt du, mein Lieber, vor mir liegt ein Weg, den ich allein gehen muss. Unfug. Ich lass dich hier nicht im Stich. Gehen möchte. Aber ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar für alles. Du lässt mich hier nicht allein zurück. Päuschen. Nix. Päuschen. Gib mir den Rucksack. So kenne ich dich gar nicht. Gib mir den Rucksack! Ja, ist gut, ist gut. Wir machen das so. Du hast völlig recht. Ha, wir brennen zusammen durch. Meinetwegen Mallorca. Ja, dann schnapp dir die Sachen und los geht's, ha? Entschuldige. Auf Sie wird eine Anzeige zukommen. Also werden Sie von uns hören. Und Adinda? Ja, warte mal kurz. Betrugsvorwürfe gegen Frau Weihrauch werden derzeit geprüft. Die Weihrauch ist aus dem EKH verschwunden. Ist sie weg? Wie konnte das denn passieren? Herr Möhring, ich glaube nicht, dass ich mir irgendwelche Vorwürfe von Ihnen anhören muss. Sie haben uns den ganzen Tag belogen. Und unser Geld? Ihr Geld? Ich dachte, Sie wollen Ihre Frau zurück. Wann ist das passiert? Schätzungsweise vor 10 Minuten. Sie hat eine Menge Bargeld bei sich. Die üblichen Fahndungsmaßnahmen, bitte. Der RTW ist gleich da, ja? Wo wollte sie denn hin? Sie muss ein Fluchtfahrzeug haben. Herr Paus, haben Sie ein Auto? Nee. Nein, hat er nicht. Okay. Ich dachte, sie liebt mich. Weil sie hat einen Autoschlüssel. Mit so einer Maus dran. Da ist so eine Maus dran. Sie ist weg. Und mein Portemonnaie auch. Ich weiß alles. Sie hat uns beide betrogen. Und was ist mit dem Termin bei Frau Eschke? Ist verschoben. Willst du? Mach doch mal das Fenster auf. Kollegen haben gemeldet, dass der Pkw mit dem Kennzeichen Hamburg Konrad Ludwig 6311 in Elbschnell Richtung Süden passiert hat. Wo seid ihr? Wir fahren gleich in Othmarschen auf die A7. Dann hat sie höchstens 5 Minuten Vorsprung. Kollegen von der Autobahnpolizei sind informiert. Hier müssen Sie weichen. Hier müssen Sie das Rutschgelände niederschlagen. Klar. Ist der Kollege immer so ein bisschen verbiestert, oder? Immer drauf. 50,
2000 hat sie mir geboten. Ihnen sieht's gut? Sie haben so eine schöne Ausstrahlung. Ja, das haben Sie viele gesagt. So, schau mal hier. Ach, Sie schon wieder. Bringen Sie mich zurück ins Krankenhaus? Nee, zum Haftrichter. So schlimm. Kommen Sie bitte mit. Mein Kollege meinte, Sie hätten ihm gerade 50.000 geboten, damit er Sie durchfahren lässt. Das war ein Scherzchen. Scherzchen? Betrug, Steuerhinterziehung, Körperverletzung, Bestechungsversuch? Ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Ich verschenke Liebe und Glück. Ist das verkehrt? Ach, hören Sie auf mit dem Quatsch. Sie nutzen doch nur das Vertrauen der Menschen aus. Nur nicht die Kontrolle verlieren. Das ist Ihre größte Angst, hä? Ich spüre, dass da ein ganz tiefer Schmerz in Ihnen ist. Der mit Ihrer Familie zu tun hat? Mit Ihrem Vater? Das Gefühl, Sie wurden nie geliebt. Kommen Sie bitte. Einmal durchrutschen. Durchrutschen bitte. Ist alles okay? Nein, ich bin raus. 18.420 oder 18.240, ich weiß es nicht mehr. Ich fange auch noch mal von vorne an. Es sind genau 374.820 Euro. Komm. Woher weißt du das denn jetzt so genau? Das ist Ihre gesamte Buchhaltung. Wenn man das System erst mal durchschaut hat. Doch nicht nur Kringel? Ja. Hat sie euch gesagt, wofür sie das Geld braucht? Ja, für irgend so ein Meditationsresort auf Bali. Sie wollte sich beteiligen. Traumhaft schön. Ich habe ein Bild in ihrer Wohnung gesehen. So mit Bungalows am Strand? Genau das Richtige für dich. Mach ein paar Tage frei und entspann dich, hä? Auf gar keinen Fall.